Hallo. Hallo. Draußen regnet es mal wieder. Ein bisschen. Ja, ihr segelt weiter nach gefüllten 5 Monaten. 5000 Jahre. Ich hatte mal anders zu tun. Das tut mir aber. Habt ihr ja gesehen. Halle. Jetzt wollen wir puzzeln. Die Halle ist nochmal nicht fertig. Das ist schrecklich. Okay, aber wir machen den jetzt weiter. Zum Beispiel so weit fertig, dass den Rest Marcel alleine machen kann. Weil dieser Motor wandert jetzt ins Cabriolet. Genau. Da fährt er damit und hat Spaß. Genau das. Bei Kabelbaum muss es ja eh schon angepasst. Alles ist fertig. Ja, der Kabelbaum muss nicht angepasst werden. Muss nur eingebaut und angeschlossen werden. Ja, wir müssen jetzt zusammenbauen. Da gibt es so ein paar Sachen zu beachten. Vor allem die sogenannte Kuppelwellenzentralschraube. Wir haben hier das Original. Das habt ihr im ersten Video gesehen mit dem Milwaukee, den wir zerstört haben. Original. Die gibt es nicht mehr. Soll man aber erneuern, weil es eine Dehnschraube ist. Sie wird mit 250 plus 50 Newtonmeter, also Newtonmeter plus Drehwinkel angezogen. Und wir haben jetzt vom lieben Udo eine umgearbeitete V6. Genau. Die sollte passen. Und die ist auch hinten jungfräulich. Genau. Das wird nachher gleich lustig, das Ding anzuklemmen. Ja, verbaut wird. Erzähl mal, was verbaust du für Komponenten? Ich drehe mal um. Du drehst mal um, das ist auch schön. Also, verbaut wird ein geplanter 700er Kopf. Wasserschaden repariert? Kann ich dir gar nicht mal wirklich sagen, aber ich glaube schon. Er hat keine durchgehende Schraube. Ja, aber man kann Kühlbau-Pech haben, so ist es eben. Genau, hopp oder top. Ansonsten habe ich ja noch ein paar Köpfe. Ein paar. Dann werden verbaut zwei 68er Nockenwellen, Einlass sowie Auslass. Zwei 68er? Ja. Hersteller? Debelass. Ah, cool. Müsste das sein. Ja. Mit Nockenrädern. Mit Nockenrädern. Das wird auch noch ein Spaß werden. Freu dich drauf. Ja, das ist einstellen. Ja, und wie gesagt, jetzt wollen wir erstmal das Zahnriemenrad anknallen. Ich habe extra das Fixierwerkzeug besorgt und einen großen Drehmomentschlüssel, weil den habe ich nicht. Und dann wollen wir mal gucken, ob der Kopf auch drauf kommt. Kopf drauf machen, Zahnriemen. Jo. Gucken. Jo. Gucken, wie wir einfach machen. Ja. Und dann mal schauen. Und dann nach und nach komplettieren und dann ins Cabrio rein. Weil ist ja alles da. Das ist halt ein großes Puzzle. Ja, wie immer. So Puzzle da. Ne? Puzzle. Gut. Gut, wir gucken mal, dass wir anfangen. Oh Mann. Ich freue mich drauf. Bis nachher. Und? Darf ich fluchen? Und wie war's? Leg mir am Arsch. Ja, hab ich ja gesagt. Ist schon eine richtige Asterei, das Ding da dran zu machen. Top, der fette Grill. Aber dieses Antierungswerkzeug steckt da hinten noch, ne? Ja, steckt da hinten. Das ist richtig geil, man kennt nur das Funkrad. Holt doch raus. Warte. Ist das Zeug? Ja, ich hab. Warte. Geht nicht, ja. Hier, dieses Antierungswerkzeug kennt nur Nummer 652. Das ist echt geil, weil das hat 250 Minuten plus den Drehwinkel gehalten. Ja, was soll denn auch mit passieren, ne? Ja, eine wichtige Sache jetzt da. Jetzt kommt der Kopf. Jetzt der Kopf. Heißt nochmal sauber machen, entfetten die Flächen, die Gewinde auspusten, dann Köpfchen. Dichtung drauf. Ach, Scheiße! Ich hab's vergessen. Du wieder, ne? Mach das doch wie Mats. Einfach nur Dichtmasse zwischen und Bar Sneak rein. Nein. Grüß an Max. Computer sagt nein. Gut, dann hat gleich wieder der Kopf drauf getüttelt. Hallo. Ja, es ist das passiert, was ja eigentlich passieren sollte. Und zwar. Hallo Trip. Die sind immer dafür bekannt, dass sie rausreißen können, wenn man falsche Kopfschrauben benutzt. Aber wir haben definitiv die richtigen Kopfschrauben. Ja. Natürlich ist uns jetzt das Gewinde trotzdem hier rausgerissen. Ich habe einen Helikorsatz, also wir werden es reparieren. Ist natürlich sehr ärgerlich. Vermutung ist, dass wir das Gewinde vorher schon was hatte. Das macht auf einmal Knack und dann war Feierabend. Ja, dann war Ende. Ich dachte erst, die Schraube wäre abgerissen. Bei 2x90 Grad. Ja. So, bei 75 Grad macht es Knack. Und regulär kriegt der Block ja 3x90 Grad. Also wir waren eigentlich noch weit davon entfernt. Ja. Das ist also doof. Jetzt muss die Hülse hier raus. Ja.
werde ich jetzt die Tage mal rausfriemeln. Dann müssen wir gucken, dass wir den irgendwie vielleicht irgendwo gerade hinkriegen, weil der hängt da ein bisschen schief. Wir müssen ja gerade das Loch bohren, Helikol schneiden, also Gewinde schneiden und den Helikol eindrehen. Da muss ja gerade sein. Ja. Aber wir haben uns dann mit beschäftigt. Kriegen wir hin. Ja, was sagen Sie dazu? Nix. Einfach nix. Zumindest die wichtigste Schraube ist fest. Den Kopf draufkriegen, kriegen wir auf jeden Fall hin. Das ist nicht das Problem. Ist ja nicht so, dass nichts da ist. Nee, ich kann dann in der Zeit noch ein paar Sachen pulvern lassen. Ja. Also wie Zahnriemen, Verkleidung hinten. Ärgerlich. Schwierig. Irgendwann wird er laufen vielleicht. Ja. Wenn Jens dann mal wieder Zeit hat. Ey, ich habe dir angeboten. Vielleicht nächste Woche. Ich muss mit Frau reden. Ja. Irgendwie wird sich das schon finden. Den Helikol-Einsatz dauert ja nicht 4 Stunden. Dann nee. Eine Stunde geschafft. Kann ich auch mal so rumkommen. Ja, kriegen wir hin. Ja. Muss nur, wie gesagt, die Sachen raussuchen, das dauert länger. Dann such mal. Alles bei mir verpackt, kann ich ja gleich schon mal machen. Ja. Gut. Schade. Okay, dann ist dieses Video leider jetzt schon sehr schnell beendet. Ja, wir haben eine Schraube festgezogen. Wir haben eine Schraube festgedreht und ja. Ja. Nächstes Mal bringe ich Stativ mit, dann hätte man das nämlich auch live in Action gesehen. Genau, wie ich mich gerade tierisch aufgeregt habe. Ja, so aufgeregt hat er sich nicht. Innerlich schon. Innerlich da am Ende. Aber ich bin momentan sehr gelassen, also von daher. Habe ich Glück, also hätte ich direkt. Direkt ein Ind-Gesicht. Ja. Und. Wir sehen uns. Genau. Sag tschüss. Sag tschüss.